Willkommen zur nächsten Folge von Skeptical 3. Heute machen wir unseren ganzen Stromkrempels hier aus dem Häuschen raus und da rein. Also was heißt der ganze Stromkrempel? Der Kram bleibt ja hier. Das besteht auf das hier. Das kommt weg. Wieso? Das kommt nicht weg. Es kommt einfach nur mit, ne? Das kommt... Wo kannst du sagen? Weh, du gehst jetzt kaputt, ne? Also wir sparen uns dann ja hier auch einiges an Verkabelung. Ich überlege mir gerade, ob wir die Generatoren dann vorher am besten alle separat innen drin ausschalten, damit die dann, naja, nicht, ne? So komisch sind. Das heißt, wir müssten die Config von denen eben ändern, dass wir die alle quasi wieder auf Standard setzen. Was ist das denn hier? Achso. Ja, machen wir mal eben kurz alle auf Config zurück, dass die, dann uns nicht nach Inventar als 30 Stacks angezeigt werden. Wir müssen halt auch die ganzen oktalischen Dinger rausnehmen. Wenn die noch welche drin hatten, dann passt das. Weil die sind halt mit der Config so. Wenn die ja quasi gekonfigt sind, also genau gekonfigt, wenn die konfiguriert sind, dann ja, fliegt halt nachher dann im Inventar jeder einen eigenen Platz, weil das ja jedes Mal ein anderes Item ist, weil die ID sich ja ändert, wenn die hier hinten was haben. Wenn die irgendwo einen Input eingeschaltet haben oder einen Output haben, dann wird halt quasi für jedes Item die ID geändert. Und ja, das Inventar merkt das natürlich auch und dann habe ich 30 Generatoren in meinem Inventar liegen, obwohl die alle das gleiche können, alle im schlimmsten und im besten Fall leer sein sollten. Naja, so. Das wäre jetzt gelöst, das Problem, dass die alle leer sind. So. So, der Strom müsste jetzt hier nach und nach rausgezogen werden. Den Kollegen mache ich auch schon mal ab, dass der jetzt nicht mehr hier rauszieht, weil dann wird der ganze Strom nur noch von denen hier gespeist. Das heißt, die dürfte jetzt nach und nach auch leer werden. Die frische Lava nehme ich direkt mal weg, damit die dann auch nicht mehr nachpumpen. Das heißt, die dann nur noch auf Batterie laufen sollen. Ist meines Wissens nach gar nicht mal so eine blöde Idee. Kriegen wir aber hin. So. Vor allem, die Idee ist gar nicht mal so blöd, die Idee ist gar nicht mal so schlau. Wir brauchen des Weiteren jetzt noch einen neuen Cobblestone Generator. Die Dinger mache ich auch mal eben weg, bevor die jetzt hier verbrennen. Fällt mir jetzt gerade so auf. Heiße Sache. Den Boden löschen wir eben mal kurz ab, ne? Ja, schlaue Idee, den Boden abzulöschen. Jetzt haben wir dann Obsidian rumstehen, was wir nicht wegbekommen, ne? Halt's mal, jetzt müsste. Egal. Lassen wir einfach stehen, ist solider Boden, solides Fundament, ne? Nein. Wir brauchen einen Cobblestone Generator. Cobblestone Generatore. Das ist nur Stufe 3 gewesen hier. Eieiei. Perfekt. Jetzt haben wir sogar schon das richtige Material alles dafür da. So wunderbar. Ein Glas, ein bisschen Cobblestone und einmal Wasser und einmal Lava. Das ist doch wunderbar. Dann hätte ich bitte davon jetzt aber auch die Eisenversion, ne? Aber erstmal Wasser einmal, weil sonst fühle ich mir nicht ganz sicher hier. Wir könnten die Lava einfach für was Sinnvolles benutzen. Die haben wir jetzt eh schon gefüllt, die brauchen wir aber nicht mehr. Das heißt, wir können einfach hier ein bisschen Obsidian herstellen. Obsidian, was wir auch mitnehmen können, weil es nicht dann irgendwo sich zusammen craftet in einen Block, der dann nicht mehr wegkommt. Wo immer er gerade steht, ne? So, haben wir gemacht. Perfekt. Brauchen wir bestimmt wieder für irgendwas demnächst, deswegen schon mal auf Lager haben. So. Haben wir gemacht. Eisenversion. Ist einfach mit Eisen umranden. Das ist jetzt auch nicht sonderlich schwer. Das ist eher eine Peanut-Sache, ne? Bei uns. Wir können uns das so leisten, ne? So, dann hätte ich bitte aber auch gerne die Diamant-Version. Ich meine, die können wir uns natürlich auch gerade so leisten, ne? Was kommt danach? Mit Blaze, Alter. Das können wir uns auch so hart leisten. Kann man die auch craften? Kann man tatsächlich nicht craften. Blaze Chunk. Okay, kann man das nicht irgendwie mit irgendwas verbinden, dass man daraus dann wieder die großen bekommt? Na, scheinbar nicht. Okay, also können wir es noch nicht leisten. Schade. Ja gut, ne? Das ist schreckend. Nein, natürlich nicht. So, wir fliegen hier in unser Häuschen rein. Ich habe überlegt, wir machen die Lava-Generatoren, kommen hier hinten hin. Also hier kommt das Feuer drunter, da, ne, muss ja Feuer drunter. Jetzt hätte man natürlich die Lava doch besser behalten sollen, fällt mir jetzt gerade so auf. Machen wir es hier mal so ein schönes Lava-Becken, kriegt man diesmal auch voll hin, ne, so. Und da drauf, die Gerätschaften, hier vorne ran, die Gerätschaften, der Tank für die Zwischenlagerung, dahin, nein, nicht entleeren. Nein, ich bin so wahnsinnig. So, machen wir der mal aus, da mal aus, da mal aus, da mal sowieso aus und da ist, glaube ich, gar nichts dran, ne?
So, nicht ist alles überall. Perfekt. So. Wo sind die Rohre hin? Wo habe ich denn die Rohre hingetan? Hallo? Rohre? Hallo? Bin ich jetzt blöd? Wo habe ich die Rohre hingepackt? Die Rohre sind verschwunden. Was ist da los? Egal. So. Hier kommt dann, flup, flup, flup. Plupp, da kommt also der Input hin, ne? Also hätten wir lassen können, Input, ne? So, hier oben drauf kommt irgendwo hin die Maschine. Da brauchen wir eine Kiste für, weil sonst kann der das irgendwie nicht ablesen. Auslesen. Oder rauspumpen, wie auch immer. Eine Chest haben wir noch da, zum Glück, ne? Zufälligerweise, das ist richtig, richtig teuer hier, also eine Chest haben. Bevor ich jetzt einfach jeden scheiß Weg da mal hinfliegen kann. So, Fakt ist, da müssen die Rohre rein. Das heißt, die Maschinerie könnten wir theoretisch hinstellen. Da drüber und dann einfach das da einfüllen. Ne? Moment, der kann da stehen. Befüllt er die auch so? Ne, kann er nicht, weil es ja keinen Ausgang. Quizfrage, der kommt nur noch außen, nach oben outputten. Das war das Problem. So. Jetzt müssten der gleich auch hier alle befüllen, ne? Okay, da kommt schon rein, perfekt. Ja, Schmelzrate ist 3. Ist nicht mal blöd und nicht mal schlecht. Ja, läuft da. Ich gebe dir mal ein bisschen Anschubshilfe hier, ne? Der ist ja hier relativ langsam. Komm, mach mal hier richtig voll die Kisten. Ja, so. Jetzt müssten die Lava generieren, die jetzt hier wieder reinwandert, nach und nach, ne? Ja, wunderbar. Funktioniert auch. Und dann, kann man jetzt theoretisch das sogar unterirdisch machen. Und dann die Kabel oberirdisch drauflegen, ne? Beziehungsweise da, dass der Generator hier steht, würde ich sogar fast sagen, wir stellen die Generatoren hier mittig rein irgendwie, dass das Ganze noch krasser aussieht. Und dazu müssten wir allerdings die Generatoren umsetzen. Und die Leitungen ändern, weil sonst verbinden die sich hier, das ist dann blöd. Ja, das ist dann sogar sehr blöd, fällt mir jetzt gerade so auf. Vielleicht sollten wir den Tank einen nach vorne setzen. Just for fun, tatsächlich eine gar nicht mal so blöde Idee. Halt den Input wieder ändern, keine große Sache. Input so rum machen, weil dann können wir wirklich das Ganze im Boden rein versenken. Und dann kann man jetzt hier einfach im Boden was graben. Da dann hier die, jetzt brauchen wir auch hier noch so einen Flüssigkeitsauspump, ne? Aha, haben wir noch so ein Flüssigkeitsauspump-Ding, hä? Haben wir noch? Haben wir nicht! Ja, scheiße! Wie mache ich denn das dann? Cobblestone und Redstone. Ein Eimer. Billig. So, ja. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Ich wollte es craften. Wir brauchen Stone, nicht Cobblestone. Sag das doch. Das ändert jetzt zwar nichts an der Tatsache, dass ich trotzdem dazu sagen kann, billig, aber okay. Ja, haben wir das auch mal da. Wunderbar, wunderschön. Danke, danke. Auf Wiedersehen. So. Jetzt die Frage, dass da unten dran klatschen. Wie geht das wieder hin? Das kriegen wir jetzt nicht hin. Dafür müssen wir es hier absinken. So. Ja. Jetzt haben wir natürlich keinen Schüssel mehr da. Und ein Loch im Boden. Ja, das ist natürlich super. Das kann man aber kleben, das Loch im Boden. Ne? Das ist nicht so schlimm. Bams. So, Loch im Boden ist gone. So, jetzt brauche ich nochmal eine Rohre. Wieso sind meine Rohre alle weg? Wo habe ich denn hingeschmissen? Ich habe doch hier eben noch 30 Millionen Rohre gehabt. Da sind sie doch. Ich wollte schon sagen, ne? Weg sein können die ja nicht, ne? Ich habe das Gefühl, meine Eltern sind gerade auf dem Hof gefahren. Sorry, falls man irgendwas gehört hat draußen, so vom Auto her, so brumm brumm, ne? Wir haben tatsächlich, glaube ich, 3 davon, ne? Jo, 1, 2, 3. Pümpen, 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 so. Pumpst du auch mal? Okay, der hat jetzt schon 100.000 DF drin, also der ist jetzt schon so krass, wie die restlichen Generatoren zusammen. Das ist natürlich schon etwas traurig, aber okay. Und den Platz möchte ich tatsächlich freilassen für nachfolgende Gerätschaften. Da kommt das Ding drauf. Da packe ich jetzt instant oben drauf unsere Power, unsere Dingsladebank hier. Okay, das Ding geht langsam leer hier. Nee. Scheinbar nicht. Wie viel Strom haben die Geräte noch? Hier unten sind die noch. Die laden auf jeden Fall gerade aus. Okay, gut, das heißt, da wird weniger. Hier oben drauf packe ich den Wireless-Charger. Wir bräuchten 2 davon. Habe ich gerade so festgestellt. Tatsächlich. Wir können aber auch einfach runterpacken. Das ist auch kein Problem. Guck mal, hier machen wir es so. Output. Einmal nach unten.
Das heißt, direkt angeschlossen und dann einfach nach rechts hier ein Output, ne? Und tatsächlich nach hier links kommt dann ein Input. Problem ist nur, die haben so viel Strom hier. Ich weiß gerade gar nicht aus, ob die das hier leiten können. Doch, können sie noch. Sind sie noch gut genug für. Du bist auch schon mit Strom, mit Lava voll? Nee. Okay. Lavaverbrauch ist gerade dezent höher als was wir haben. Das heißt, der letzte wird gerade gar nicht angeschlossen. Schade drum. Machen wir es mal so. Dann hat der auch mal was Strom, dann wird der auch noch hier ausgeleert. Ich weiß gar nicht, der hier ist relativ voll, der ist auch relativ voll. Ja gut, das müssen wir gucken, ob das reicht. Sonst kommen einfach hier noch mehr davon hin, aber die schmelzen ja hier schon hier in Höchstgeschwindigkeit. Und ich meine, der bekommt ja jetzt auch, glaube ich, wenn ich das so richtig gelesen habe, füllen die sich mit nach und nach mit Stückchen auf, ne? Okay, also der Stromverbrauch ist schon immens, aber wir kriegen hier 5000 F rein. Frage mich jetzt nur, wieso kriegen wir 5000 rein, weil 6 plus 6 plus 6 sind nicht 5000, aber okay. Okay, jetzt bekommen wir 640 rein, das heißt, einer ist noch am Laufen. Ja gut, muss halt die ganze Energie hier noch anlaufen, das ist klar. Gibt es vielleicht noch was, mit was da unten krasser den Boden heizt drunter? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, sonst machen wir vielleicht noch eine zweite Reihe hier vorne hin, das ist ja auch keine große Sache. Tatsächlich glaube ich nicht. Nur platzmäßig vielleicht ein bisschen blöd gebaut, aber gut. Ich meine, 5 Millionen F, das ist... Das reicht eine Weile, glaube ich. Und dann kommt hier das Kabel rein, was dann quasi von hier aus in den Boden reingeht und dann Verteiler macht. Ja, kann man, glaube ich, auch noch so Blenden drauf bauen. Müssen wir gucken. Ja gut, das Kabel hier fällt dann ja erstmal weg. Das kommt dann ja von hier aus geleitet. So, ne? Ja, ich würde das einfach dann mal hinleiten. Ist dann ja quasi die neue Energieleitung. Das heißt, die restlichen alten Kabel müssten dann theoretisch alle wieder weggerissen werden, aber nee. Sicherlich nicht von mir. Nee. Oder mit einem besseren Werkzeug, aber nicht mit dieser blöden Voltage-Crystal-Hacke, weil die ist dann wirklich dann, ja, ne? Lassen wir mal unkommentiert, was die wirklich ist. Weil mit der das zu machen, das ist echt ein Krampf, weil das tut es dann, glaube ich, auch gar nicht. Das ist dann mehr Arbeit, als man dann wirklich davon profitieren tut. Ne? So, Strom habt ihr keinen mehr. Gut, die sind also leer. Das heißt, die hier ist auch am leer gehen. Das heißt, wir müssen jetzt uns beeilen mit der Umkabelung. Ah, stopp, geben wir den Kondensator noch raus. Her damit. So. Ah, hier war noch einer drin. Hier ist keiner mehr drin. Nein, okay. Hier ist noch einer drin. Okay. Das dürften alle gewesen sein. Vielleicht machen wir uns mal eine neue Hacke, so eine Tinker-Hacke. Sehen wir schon mal, einer hat sich schon mal nicht gesteckt mit den restlichen. Zwei haben sich nicht gesteckt. Was ist denn da mit denen kaputt? Was ist denn hier nicht. Was ist denn hier noch konfiguriert irgendwo? Kiste ist doch komplett leer. Also die sind komplett leer. Was ist mit denen hier? Auch komplett leer eigentlich. Tatsächlich. Okay, also die wollen sich da aber nicht stecken. Halt, das Schiff verbrennt. Was für konfiguriert? Da ist doch nichts konfiguriert. Weißt du, wo das immer aktiv, ja. Der hier ebenfalls. Der ebenfalls. Tatsächlich auch. Da nichts eingeschaltet. Auch nicht. Aktiv ohne Signal. Niemals aktiv, immer aktiv. Das ist doch alles dasselbe. Egal, lassen wir mal so stehen. Packen wir weg. Unsere Siebanlage wird dann eh gleich den Geist aufgeben, wenn der Strom nicht wiederkommt, weil das Ding hier ist ja bei. Ja doch. Also langsam lädt es sich auf. Ich meine, klar, die Dinger sind nur so voll, wenn sie was Strom brauchen. Interessant, jetzt haben wir nur noch zwei, die nicht, egal. Wir packen die einfach mal weg als Reserve. Kann man ja mal irgendwo noch brauchen, bestimmt. Erstmal auch auf Lager legen, das hier. Müssen wir mal gucken mit dem Rest unten jetzt. Also wie gesagt, das hier oben dürfte noch langsam, etwas langsam weiterlaufen. Eine gewisse Zeit lang. Bis zu dem Zeitpunkt, wo das Ding hier leer ist. Aber das hat noch, ja, 3,6 Millionen RF übrig. Wenn es noch ein bisschen mehr fliegen, dann wird es auch bald weg sein. Aber mal gucken.
Ja, das ist halt hier der Strom. Wir müssen noch ein Kabel legen, was nach oben führt. Haben wir noch was hier auf Lager von Kabel? Aha, aha. Ja gut, boah, die hier oben brauchen... Ja doch, da brauchen wir ja ein bisschen mehr Strom teilweise. Für die mehreren Geräte. Für die mehreren Geräte, genau. Für die mehreren Geräte. Für die vielen Geräte, die wir haben. Aber das ganze Kabel hier über muss weg. Dann haben wir auch wieder Kabel, weil... Oh, Mann, oh. Das dauert so lange. Dieses ganze Kabel jetzt hier wegzureißen. Weil die Leitung jetzt nicht mehr so rumläuft, läuft jetzt da hinten rein. Das heißt, wir können das alles hier wegreißen. Super Leistung von mir, das schon mal so vorzuplanen. Und das ist ja nicht mal eine Woche her. Das ist, glaube ich, erstmal 3 oder 4, 5 Folgen her, weil ich das hier gemacht habe, das Kabel. Aber egal, das heißt, das kann man noch wegreißen. Aber das mache ich dann, glaube ich, offscreen sogar. Bis auf den Restkabel, weil den brauchen wir oben in unserer Siebanlage, weil ich könnte mal theoretisch jetzt 2 Etagen überbauen. Ich weiß gar nicht, ob man die Anlage mal über 2 Etagen baut, ob die dann platzsparender ist. Weil ich meine, wenn ihr so baut oder über 2 Etagen, das weiß man gar nicht, ne? Naja, müssen wir mal gucken. Ich lege das mal ganz kurz hier schon mal, bevor ich das da vergesse. Hier an der Kiste dran. Auch von oben noch ein Output. Wo dann einfach die Siebmaschine dran hängt. Ne? Hier kommt auch noch ein Output hin. Output, Output, Input, ne? Und dann kommt natürlich hinten noch dann nachher der Input von der anderen Geschichte hin. Das Ding kann, ich glaube, 25.000 RF reinpumpen. Das kann man mit dem. Mit dem Dings da hinten, wenn ich da noch bauen will, eigentlich, das kann man easy sprengen damit, aber mit dem Reaktor, aber plop, plop, plop. So, wunderbar. Kabel ist da für den Strom hier oben, dann kommen da noch die Powerbanks rein, die Powerbänke natürlich, und dann haben wir da schon mal Strom drauf. Die reise ich gleich immer schnell raus. Ich meine, vielleicht kommt sogar heute noch ein Livestream, fällt mir jetzt gerade so ein, so ganz spontan. Also nicht ganz spontan Livestream, sondern das fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein, dass einer kommen könnte. So, ich nehme kurz die Powerbank hier raus. Wo komme ich hier raus? Hilfe. Ja gut, die Kisten müssen wir abbauen und wir umsetzen, aber ich glaube, das... Hey, ich dachte, das geht mit den Eisenchests. Ach, halt's Maul. Ich raste aus. Krieg Husten. Okay, das muss ich leider eben noch nicht lösen, das Problem, sonst sind meine Items noch alle weg. Das, ja, muss ja nicht sein, ne? Tatsächlich muss das wirklich nicht sein, dass meine Items noch alle weg sind. Vor allem, das waren Silberchests, ne? Nein, 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 nein. Das sind Silberkisten, ne? Silberkisten, noch so teure Kisten genommen, nicht doof. Super. Ja, machen wir mal eben noch schnell eine Silberkiste raus, ne? Och komm. So, doch Glas dafür, willst du mich verarschen? Warum braucht man Glas für eine Kiste? Ich krieg schon hier Angsthusten, was ist da los? So, schnell, Silberkiste. Hopp, Kiste. Nice, geil, los. Stellen wir woanders hin. Ja, weiß ich nicht, hier drauf ist schön. Da. Ne, hier, komm, da, Kiste. Und alles reinschmeißen, alles reinschmeißen, alles reinschmeißen, bevor es weg ist. Powerbanks vielleicht, die Powerbanks. Sag ich mal Powerbanks, die Powerbänke vielleicht nicht. Meine Fresse. Powerbanks, ich glaube, es geht los. Ach, guck mal da, ein Chest-Transporter. Den hätten wir benutzen können. Damit dieses Unglück nicht passiert wäre. Okay. Kann man einfach alles reinschmeißen, danach aussortieren, was wir doch wieder brauchen draußen. Okay. Vielleicht noch ein bisschen mehr als gedacht. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Und sonst brauchen wir nichts. Dann haben wir doch noch alles perfekt. Gut, die Silbertruhe haben wir jetzt noch Bonus, aber pff, gut, ne? Kiste ist voll. Gut, dann kommen die Power-Kisten, die Banks, die kommen dann hier hin. Machen das aber so, wir machen das hier bündig. Sieht dann, glaube ich, was netter aus, wenn das hier bündig ist. Nichts. Hier ist ein Output. Nichts. So. Input und dann kommt hier der. Bei dem machen wir da oben drauf. Den machen wir da weg, den machen wir da drauf. Kommt hier der Hauptstromausgang hin für die Siebmaschinen hier oben. Theoretisch kann man den auch so weit eben noch schon anschließen hier. Jetzt hier weiterläuft. Wobei man noch die. Ah, stimmt, Solarpanel da oben drauf. Die geben auch noch Strom hier durch. Das heißt, die dürften eigentlich noch gar nicht ausgehen. Weil die putten ja. Ich weiß nicht, also die geben ja ein bisschen Strom aus. Lass mal laufen, dann bauen wir das nächstes Mal um. Oder im Livestream vielleicht später noch, ich weiß nicht. Und bis dahin. Von dieser Maxi-Folge war es das erstmal 20 Minuten, sehe ich gerade. Hey, hey, hey.
Ja, bis dahin haut rein und noch einen schönen Sonntag, falls wir uns nicht mehr sehen. Und dahin bis tschüss, wie auch immer. Ciao.